Ich halte um 5 Jahre jünger. Was? Franz, das höre ich gerne. Worauf ist diese freudige Nachricht zurückzuführen? Sehr einfach. Es ist heute endlich einmal wieder so, wie es vor 5 Jahren eigentlich immer ganz normal war, dass wir am Samstagnachmittag gemütlich um den Kaffeetisch sitzen. Ja. Das ist selten jetzt in letzter Zeit. Mhm. Ich weiß, aber bitte, es ist nicht nur meine Schuld, Franz. Na, hier sitzt noch jemand. Die Petra muss fast jeden Samstag arbeiten, gell? Naja, auch heute habe ich noch einen Termin mit dem Dr. Strahler. Na, siehst du. Nicht ein einziges Wochenende hat das Kind für sich allein. Ja, das macht doch gar nichts. Ich habe mir nie träumen lassen, dass ich einen so tollen Job haben werde. Und der Dr. Strahler, der ist noch genauso nett am Anfang. Und die Arbeit macht mir auch Spaß. Du hast aber Glück gehabt. Weil aus meiner langjährigen Berufserfahrung weiß ich, dass am Anfang alles wunderbar ist. Aber dann so nach und nach kriegt man so Geschäfteln zugeschanzt, die mit unserer eigenen Arbeit überhaupt nichts zu tun haben. Und zum Beispiel ich. Ich war, ohne dass ich es gewusst habe, plötzlich die Kaffeeköchin für 12 Mitarbeiter. Jeder, der einen Kaffee wollte, ist zu mir kommen. Oh ja, wahrscheinlich war dein Kaffee der beste von allen. Also bei mir ist das ganz anders. Wenn wir ein paar Stunden gearbeitet haben, dann kommt mein Chef und fragt mich, ob ich auch schon Kaffeehunger habe. Naja, und dann gehen wir ins Espresso. Das ist gleich im Haus vis-à-vis. Ja, und wer ist dann im Büro? Na, niemand. Ich bin ja die einzige Angestellte. Aha. Aber es geht ganz gut so. Weil schließlich vermittelt man ja nicht jeden Tag Stars. Das meiste ist eigentlich die Herumtelefoniererei und die Besprechungen. Mhm. Sag mal, hast du schon mit vielen Prominenten zu tun gehabt? Oma, sei mal bitte nicht böse, wenn ich dir darauf keine Antwort gebe, aber weißt du, das Wichtigste in meinem Job, das ist die Diskretion. Mhm. Ich habe nämlich dem Dr. Strahler gleich am Anfang versprechen müssen, dass ich nichts, was im Büro passiert, dritten Personen weiterzähle. Ja, ich will dich selbstverständlich nicht dazu verführen, indiskret zu sein. Nein, ich meine, einige sehr interessante Leute habe ich schon kennengelernt. Ja? So viel kann ich sagen. Aha. Übrigens, Tante Otti, mein Samtkostüm hängt unten im Vorzimmerkasten. Ich brauche es heute am Abend. Ja, endlich einmal. Also da am Samstagabend gibt es ja wenigstens Freitag, Herr Chef. Ja, aber gerade am Abend arbeite ich ja. Ich begleite den Dr. Strahler in die Oper. Sänger anhören. Und was machst du da dabei? Verstehst denn du irgendwas von Sängern? Na, also rein technisch gesehen natürlich nicht, aber der Dr. Strahler sagt immer, allzu viel Fach- und Sachkenntnis, das macht die Fachmänner betriebsblind. Ja, das stimmt. Ja, bitte Franz, schau dir doch meinen Kurti an. Der kann doch eigentlich überall mitsprechen, ne? Obwohl er gar kein so ein spezielles Fachgebiet hat. Hm? Naja, ich wüsste eigentlich schon ein spezielles Fachgebiet, das er hat, aber wir wollen heute Fried sein, lassen wir's. Franz? Ja? Die Hilde meint, dass der Kurt universell interessiert ist. Hast du das verstanden? Ja, das meine ich. Danke, Hila. Und darum glaube ich auch, dass ein junger, unverbildeter Mensch oft mehr Urteilsvermögen hat als so mancher Fachmann. Mhm. Naja, also mit Antwort, du gehst heute abends mit deinem Chef aus, ob das richtig ist. Ja, das heißt ausgehen, Opa. Ich begleite den Dr. Strahler rein dienstlich. So, jetzt muss ich aber wirklich gehen. Ich muss nämlich mein Samtkostüm wahrscheinlich noch aufbügeln. Und das ist bei Samt ein bisschen schwierig. Ja, mein Kind, da werde ich lieber mit dir gehen. Weißt du, ich habe mir nämlich erlaubt, deinen Kasten ein bisschen in Ordnung zu bringen. Und da könnte es natürlich sein, dass ich vielleicht das Kostüm auf eine andere Stelle gehängt habe. Kommt ja noch mal zurück? Ja, wenn ich darf, komm ich gerne. Na, hör mal, natürlich. Naja, also ich verabschiede mich lieber vorsichtshalber. Ja, danke für die Jause. Baba. Schönen Abend. Also mir gefällt das nicht, gar nicht. Was? Du sprichst in Rätsel. Ja, dieser merkwürdige Job von der Petra. Naja, ob der Job merkwürdig ist, das weiß ich nicht. Aber dass sich ein junges Mädchen in einen gut aussehenden, reiferen Mann verknallt, na, das ist schon einmal vorkommen. Ne? Moment, wieso? Wieso hat sich die Petra verknallt? Hat sie dir sowas angedeutet? Hila, ja? Du bist doch die Psychologin in unserer Familie. Ja, hast du denn nicht bemerkt, mit was für einer Begeisterung sie von ihrem Job erzählt? Na sicher, ich habe angenommen, weil sie mit interessanten Leuten zu tun hat. Ja, auch. Also ich glaube, dass die Hilde da irgendwie das Richtige vermutet. Ja. Aber ich werde was sagen, Hila. Ja? Dieser Dr. Strahler, ich weiß nicht, ich meine, ich kenne ihn zwar gar nicht, aber ich werde versuchen, ihn kennenzulernen. Ich werde mich ein bisschen genauer nach dem Herrn erkundigen, diese merkwürdige Diensteinteilung und wann da gar niemand im Büro ist, macht's auch nichts und so. Also ich habe das Gefühl, irgendetwas, ich meine, ich kann, tut wirklich ihm furchtbar Unrecht, diesem Dr. Strahler, aber ich habe kein sehr gutes Gefühl dabei.
Monsieur. Ja. Na, dass Sie, ja, begrüßen Sie, wirklich gekommen sind. Dass Sie wirklich gekommen sind. Naja, das ist doch. Das ist, ist aber schön, dass das man ist aber lieb von Ihnen. Aber Sie dürfen ihn ja nicht umschauen, nein, weil das schaut nicht so aus, wie es jetzt da ausschaut, Herr. Sie, Ihr Gesicht ist mir geläufig, aber auf Ihren Namen komme ich nie. Na, na. Gewitzreuter. Gerhard Gewitzreuter. Stimmt. Ja. Das ist ein bisschen ein schwieriger Name, gell? Der ist selten. Nein, der ist überhaupt nicht selten. Also bei uns in Vöcklabruck im Oberösterreichischen drin, ich glaube, jede zweite Familie heißt Gewitzreuter. Ah ja, ist es wahr. Kommen Sie doch weiter. Dann wird mal die Sache. Nein, ich bin ein bisschen. Ja, aber jetzt muss ich das sagen, fällt mir das auch wieder ein. Das mit, wissen Sie, mit den Namen, da habe ich es überhaupt, da bin ich nicht sehr gut. Mir fällt das gleich aus dem Hirn. Darf ich daher zu Ihnen sagen, Herr Vöcklabrucker? Also gut. Wenn ich Ihnen einen Gefallen machen kann, damit sagen Sie Herr Vöcklabrucker. Ja, dann machen Sie mir schon. Ja. Na schauen Sie, wir sind heute jetzt ganz ohne Möblage. Aber die Leute wissen es, also die Leute, der besonders unser liebes jugendliches Publikum, das hutscht so gern mit den Sesseln. Jetzt haben wir die alle weg. Dann werden die Sesselhaxen werden angeleimt. Jetzt ist gerade die drei sind noch übrig. Ich dazwinge da lauter Kast, der sich gar nicht interessieren kann. Sie wollen doch sicher viel eher wissen, wieso ich zu Ihnen gesagt habe, wie der Herr Petermann vom Attersee, wie Sie angerufen haben und mir gesagt haben, also schöne Grüße von Herrn, wie ich dann gesagt habe, Sie schickt der Himmel. Wissen's, Frau Sokol, die Leute haben schon so viel zu mir gesagt, aber dass mich der Himmel schickt, das hat mir noch gar niemand gesagt. Sagen Sie, da bin ich die Erste. Ja. Sagen Sie, kennen Sie den Dr. Zottl? Dr. Zottl? Nein, den kenne ich nicht. Na, den kennen Sie auch gar nicht kennen. Aber wissen Sie, es ist schon traurig, wenn man so drauf kommt, dass man eigentlich keine Freunde hat. Na, das dürfen Sie nicht sagen. Das dürfen Sie nicht. Nein. Das muss ich schon sagen, weil wissen Sie, gerade heute hätte ich eigentlich einen Menschen gebraucht, der mir zur Seite steht mit Rat und Tat. Na ja, und wie kommen Sie denn da gerade auf mich? Ja, wie wir uns im Sommer am Attersee kennengelernt haben, da haben Sie doch gesagt, wenn ich einmal irgendetwas brauche oder so einen Rat, dann soll ich mich an Sie wenden, haben Sie gesagt. Ja, nicht? Ja, und ich hätte mich ja zuerst natürlich auch an den Herrn Sektionschef gewendet. Wissen Sie, der ist nämlich, der Herr Janik, der Herr Sektionschef und ich, wir sind also eigentlich so die Mitinhaber der Konditorei. Ah, zu dritt hat Sie? Zu dritt, ja. Aber schon habe ich den Gedanken habe ich dann fallen lassen. Aha, ja, und naja, und wenn ich Ihnen jetzt irgendwie... Ja, wissen Sie, warum ich ihn habe fallen lassen, das kann ich Ihnen sagen, weil Sie kennen den Sektionschef, den kennen Sie nur vom Attersee als lieben, netten Gast. Ja, aber manchen so wie ich diesen alten Grandscherben noch Servus. Na, und wie ich gerade aufgeben wollte und dem Zottl absagen wollte, da ist Ihr Anruf gekommen. Wissen Sie, das freut mich sehr, dass Sie so viel Vertrauen zu mir haben, Frau Sokol. Aber Sie haben mir noch allerweil nicht erzählt, was haben denn Sie mit diesem Zottl da gemeinsam? Ja, das ist es so. Der Herr Dr. Zottl, der ist der neue Untermieter von der Frau Neuberger. Von der Frau Neuberger. Und wer ist die Frau Neuberger? Die wohnt bei uns im Haus. Interessant. Und was hat die Frau Neuberger mit der Sache zu tun? Gar nichts. Ah, gar nichts. Ja, und was habe ich mit der Sache zu tun? Naja, wie ich Sie da im Sommer eben kennengelernt habe, da haben Sie so einen guten Eindruck auf mich gemacht und da habe ich gleich Vertrauen zu Ihnen gehabt. Und dann hat mir, der Herr Petermann hat mir dann auch noch erzählt, dass Sie die Antiquitäten mit Ihnen besprechen und die Ihnen Möbel verkaufen oder sowas. Nein, ich bin Immobilienmakler und Anlagenberater. Das sind Sie. Ja, das bin ich. Ja, wissen Sie, der Dr. Zottl, der ist nämlich ein Winkel. Advokat ist der. Aha. Und der hat mir gesagt, dass er mich dringend sprechen will, weil er eine Idee hat, wo ich sehr reich werden könnte. Das ist aber sehr interessant, finde ich. Ja. Das nämlich, wenn diese Idee nämlich so gut wäre, dass man sehr reich werden könnte, warum macht das denn dann nicht allein? Sehen Sie, das ist es schon einmal. Aber dann habe ich mir wieder gedacht, auch ein blindes Händel findet einmal einen Wurm nicht und vielleicht ist doch da viel Geld da drinnen. Aber natürlich muss ich jemanden haben, der von der ganzen Sache was versteht und der mir dabei hilft, sehen Sie. Und deswegen habe ich gesagt, Sie schickt der Himmel. Also, da muss ich Ihnen sagen, haben Sie nur Vertrauen zu mir, wir werden das schon schaffen. Wo ist denn der Dr. Zottl ja, überhaupt? Der müsste ne? jetzt eigentlich, müsste er ja bald auftauchen. Weil da ist er ja schon. Das ist er. Ja, kommen Sie, Moment. Also, ja, grüße Sie. Ja. Also, Hila, wann gehen wir morgen wählen? Ich wollte schon sagen, ob wir es uns nicht überlegen, gar nicht wählen zu können. Aber sag einmal, das ist doch nicht dein Ernst. Entschuldige,
die einzige Möglichkeit, dass wir unseren demokratischen Willen wenigstens hier und da Ausdruck verleihen können, ist doch nur bei der Wahl. Mhm. Also wer nicht wählen geht, schmeißt seine Stimme weg. Und ich habe auch gar nicht die Absicht, die wegzuschmeißen. Ich habe immer das Gefühl, weißt du, wenn wir irgendjemandem eine Stimme geben, also viel kümmern sie sich eh nicht drum. Die machen eh, was sie wollen. Ja. Seid's ehrlich. Also gut, sie machen, also, sie machen, was sie wollen. Aber immerhin, wenn... Was sie wollen, Moment, was Moment, Moment. Was ist, gehst du oder soll Nein, ich gehen? Nein, du gehst. Bitte, hoffentlich ist das der Kurti. Aber jetzt sei nicht so aufgeregt. Hilde, so ganz wurscht, ob jetzt der Kurt am Telefon ist oder nicht. Auf jeden Fall ist er auswärts. Ja. Naja, also wirst du mit dieser Situation eben allein fertig werden müssen. Hm? Ich habe so eine Angst. Was ist, wenn mich dieses Mädel ablehnt? Abwarten. Vielleicht sitzt sie jetzt da und fragt sich genau dasselbe. Ach, das naja, was ist, wenn du sie ablehnst? Ja, um Na? Gottes Willen, das ist eine Katastrophe, das Ganze ist... Ach, es war die Oti. Okay. Die hat irgendeine Schwierigkeit mit ihrem Bügeleisen, hat gefragt, ob sie bei uns in der Küche bügeln. Habe ich gesagt, natürlich. Typisch Oti, wirklich. Diese Petra ist gar nicht nett zu ihr, Nein. gar nicht freundlich. Aber wie sie einmal etwas braucht, das Mädel, die Oti ist für sie da. Immer. Ja, was ist denn, Hilde? Warum schaust du so traurig rein? Fällt dir irgendwas? Naja, geht. Die Tochter von Kurt kommt wahrscheinlich heute nach Wien. Ja, natürlich, ja. Der bundesrepublikanische Sündenfall von Kurt, das Wirtschaftswunderkind. Ja, hör auf zu blödeln. Siehst du denn nicht, in welchem Zustand die Hilde ist? Also, ich habe eine Wut. Diesmal habe ich eine richtige Wut auf diesen Kurt, dass er mich mit dieser ganzen Situation hier jetzt allein lässt. Ich glaube, der ist nur nach Graz gefahren, damit er sich von hier drücken kann. Na, ich glaube, das ist gar nicht schlecht, dass dieses Mädel, wie heißt die? Nicole. Ja, dass die Nicole zuerst einmal mit dir konfrontiert wird. Das ist ganz gut gewesen vom Kurt. Wieso? Sehr einfach. Die Mutter von der Nicole wird ja den Kurt, also den Papa, nicht gerade in den rosigsten Farben geschildert haben. Ja, wieso glaubst du das, Franz? Oh nein. Die zwei haben eine sehr, sehr schöne Zeit miteinander verlebt, der Kurt mit seiner Freundin. Das hat er mir selber erzählt. Aber nach der schönen Zeit hat der gute Kurt doch dann das Mädel mit dem Kind sitzen lassen. Nein, das tust ihm Unrecht. Nein, er hat sie nicht sitzen lassen, er hat nur in Wien einen besseren Job bekommen. Ach so. Ja, Alimente hat er auch gezahlt. Fallweise. Ja. Fallweise. Zur Heirat hat es damals halt nicht gereicht. Er hat diese Frau nicht so geliebt, dass er mit ihr ein ganzes Leben lang zusammen sein wollte. Sag mal, die Nicole war doch schon einmal in Wien. Wann ja, war das ja. eigentlich? Damals lebten wir noch in Amstetten. Ja? Und da war sie kurz hier. Ja, da hat er zum ersten Mal der Kurt mir von der ganzen Geschichte erzählt. Ach so. Ja, und was soll jetzt mit dem Mädel geschehen? Ach, wann ich das wüsste. Da, den Brief, bitte. Der Kurt überlässt alle Entscheidungen hier allein. Bitte lies ihn das noch. Moment. An wen geht es? Ach so, das Papa. Geht an lieber Papa. Ja. Aha. Jetzt komme ich also doch nach Wien mit dem Interrail-Ticket, habe ich schon halb Europa bereist. Toll. Mhm. Und am Freitag sind wir in Salzburg und am Samstag in Wien. Ja. Also, ja. Leider weiß ich nicht, mit welchem Zug ich komme, aber irgendwann zwischen 2, 3 und 6. Na ja, bitte, muss bald da sein. Ich habe ja deine Adresse, ich danke dir und deiner Frau sehr herzlich, dass ihr mich aufnehmen wollt. Viele Grüße, deine Nicole. Ja, also sehr viel kann man aus dem Brief nicht entnehmen. Will sie da bleiben oder fährt sie gleich wieder weg? Aber jedenfalls müsstest du doch wieder in deine Wohnung hinübergehen, weil sonst steht das Mädel doch vor der verschlossenen Tür. Ja, ich muss euch irgendetwas gestehen, nämlich, hoffentlich seid mir nicht böse. Das wird schon nicht so schlimm sein. Was ist es denn? Ich möchte gern die Nicole hier bei euch begrüßen, und weil wenn ihr da in meiner Nähe seid, dann habe ich mehr Courage. Darum habe ich an meine Tür einen Zettel geschrieben, dass ich hier bin. Hilde, das ist sehr gescheit, dass du das gemacht hast. Natürlich, schließlich ist sie ja auch meine Nichte. Ich bin richtig neugierig auf sie. Ja, und meine Nichte ist sie natürlicherweise auch. Natürlich. Automatisch. Vielleicht gleicht sie dem Kurt nicht. Ich meine, möglich ist ja alles. Ne? Wenn sie der Mutter nachkommt, dann wäre doch das so viel angenehmer. Nein, also ich bin nicht direkt Rechtsanwalt. Nein, durch eine Verkettung unglücklicher Umstände bin ich in die Industrie abgewandert, aber das fühlt mich nicht so recht aus. Aha, und da wollen Sie sich jetzt also verändern, meine ich, so beruflich verändern, ne? Ja, so ist es. Ja, und können Sie mir da sagen, was Sie jetzt eigentlich von mir wollen? Ja, Geduld, liebe Frau Sokol, Geduld. Schauen Sie,
Glücklicherweise habe ich neben meiner Juristerei noch einige andere Begabungen und auf eine davon will ich jetzt zurückgreifen. Und welch selbige das ist, das werden Sie uns jetzt sicher gleich entdecken, nicht, Herr Doktor? Ja, natürlich. Also, meine Mama war eine ganz berühmte Gastronomin. Ah, das ist die mit den Sterndeln da, ne? Nein, das ist Astronomin. Gastronomin war meine Mama. Ah, dann hat sie einen grand Humor. Nein, bitte. Also, meine Mama war eine berühmte Gastronomin, nicht Gasthaus. Ja, und in diese Fußstapfen will ich jetzt hineintreten. Schauen Sie, jeder Bezirk hat doch heutzutage schon seinen Chineser und seinen Italiener. Das ist wahr. Weil 5 Minuten von hier weg hat ein Chineser aufgemacht vor einem Monat. Sehen Sie, und da sind wir schon mitten in unserem Thema drinnen. Schaut, Frau Sokol, wie das letzte Mal da war. Da waren Sie so kreuzunglücklich. Da habe ich mir gleich gedacht, also diese entzückende Frau, die kann ich also nicht im Stich lassen. Die nehme ich mir. Frau Sokol. Ist das ein Heiratsantrag? Also, ich muss sagen, so ein Mann wie Sie, das war das Letzte, was ich brauche. Im Grunde will ich also meine Ruhe haben und eine Arbeit, die mir passt. Ja, das können Sie ja weiterhin machen. Es ist ein Missverständnis. Ich denke nicht an eine Heirat. Nein. Ich denke an eine geschäftliche Partnerschaft. Ja, mein lieber Herr, so einfach geht das auch wieder nicht. Denn die Frau Sokol ist doch schon in einer geschäftlichen Partnerschaft. Mit dem Herrn Sektionschef, nicht wahr? Und mit diesem Janek. Ja. Partnerschaften kann man lösen. Also, da könnten Sie mir jetzt endlich vielleicht sagen, von wo Sie jetzt Ihr Partnerin werden sollt. Ja. Ich gedenke, eine Pizzeria zu eröffnen. Ja, und heißen soll sie O Sole Mio. Ja, nach einer Pizza, die ich selbst erfunden habe. Ja, den Namen haben wir gleich rechtsmäßig da patentieren lassen. Nicht, weil das. Was wollen Sie? Pizzeria. Also mein lieber Herr, und wo wollen Sie die Pizzeria eröffnen? Na, hier. Ja, natürlich, dieses Lokal würde sich recht gut eignen. Nach einigen bestimmten Veränderungen natürlich. Ja, würde sich's recht gut eignen. Ja, also ich muss Ihnen etwas sagen, das ist, glaube ich, eine unmögliche Sache. Das Geschäft ist doch ein... Aber nein, ich weiß schon, was Sie sagen wollen. Ja, es gibt ansprechendere Lokale, ja, ich weiß. Ja. Moment. Auf den Spaziergängen, da in der Umgebung, in der Näheren, bin ich aber draufgekommen, dass es in dem ganzen Grätzl nicht einen einzigen Italiener gibt. Das ist wahr, da hat er ja, eigentlich... Ja, aber 5 Konditoreien hocken aufeinander. 5 Konditoreien. Wisst ihr was? Da könnten wir eine Marktlücke könnten wir schließen und außerdem hätten wir keine Konkurrenz zu befürchten. Nicht? Und irgendwie könnte man da das ganze Lokal ein bisschen menschenwürdiger gestalten. Ach, hallo, menschenwürdiger ist aber wirklich zu viel. Menschen. So, jetzt schaut das Ganze wieder ein bisschen menschenwürdig aus. Komm. Häng's auf, damit er sich ein bisschen auslistet, ja? Ich danke dir, Tante Otti. Ich hätte es bestimmt versenkt. Aber nein, das hättest du sehr gut können. Da braucht man doch nicht viel dazu. Eine Samtzither, schau dir das an, habe ich gefunden. Ein ordentliches Bügeleisen, einen ordentlichen Dampf und schon geht's. Jesus, na, da fällt doch ein Knopf. Ja, hast den verloren. Nein, den habe ich da drinnen reingehängt schon. Ich habe halt immer vergessen, ihn anzunähen. Komm, ich werde. Bist du ein bisschen schlampiger, bist schon, was? Na, den werde ich nähen. Aber da werde ich mir jetzt das Nähkerbel von der Frau Sokol ausbauen. Warte, wo ist das? Irgendwo, hat es von da unten irgendwo herausgenommen. Na, hab's schon, na, was? Was bin ich für ein Detektiv? So. Aber was stehst noch da? Du hast doch gesagt, dass du es eilig hast, hä? Naja, also, so eilig habe ich's ja gar nicht. Die Oper beginnt ja erst um 7. Aha. Na ja, geh zu den anderen. Das sind ja die anderen Knöpfe, sind ja auch ganz wackelig. Na, also die werde ich auch annähen. Geh, bei mir heraus, da ist es fad. Also Tante Otti, das ist mir wirklich peinlich. Du nähst mir da meine Knöpfe an und ich soll mich unterhalten gehen. Das kann ich doch auch selber machen. Na ja, natürlich kannst du das. Aber weißt du, ich glaube, wenn ich es mache, dann halten es vielleicht ein bisschen länger. Überhaupt. Du bist immer so nett zu mir. Ich verdiene das eigentlich gar nicht. Ich habe dich doch so oft angefahren. Ja, und jetzt weiß ich eigentlich gar nicht mehr, warum. Naja, weißt du, das ist so etwas zwischen den Menschen, was man eigentlich nicht weiß, was einen zum anderen so ein Gefühl, das nennt man so, ich weiß jetzt das Wort nicht, Instinktiv. Instinktiv, das ist das Wort. Das ist das Wort, was mir nicht eingefallen ist. Weißt du, das ist in unserer heutigen Zeit, wo doch eh alles mit dem Computer errechnet wird und so, und wo am Mond spazieren gehen, wo alles übertechnisiert ist und so.
Aber eins gibt's, was der Computer nicht berechnen kann. Und das ist das, was das Wort Instinkt bedeutet. Naja, weißt du, wenn du zu mir so ein Gefühl hast, dann muss bei mir irgendetwas sein, mein Kind, was du an mir nicht magst. Ich bin eben ein bisschen eine komische Person. Ja, eben nicht, Tante Otti. Aber das weiß ich auch erst seit einer halben Stunde. Wie du da mit mir runtergegangen bist ins Vorzimmer und den Kasten aufgemacht hast, den ich dir ja zum Teil als totales Chaos hinterlassen habe. Naja, und den hast du toll zusammengeräumt und dann nicht ein einziges böses Wort hast gesagt, wie du das zerwurzelte Kostüm aus dem Kasten genommen hast. Nein, nein, da hast du nicht recht. Ich habe zu dir gesagt, dass du ein bisschen schlampig bist. Naja, ein bisschen ist ja wohl untertrieben. Jedenfalls bin ich draufgekommen, dass du eigentlich eine ganz tolle Person bist. Großzügig und lieb. Das wollte ich da halt noch sagen. Na, also das mag ich überhaupt nicht. Also so Sentimentalitäten, das kann ich nicht leiden. Such mir lieber eine Schere. Ich bin überzeugt, das ist sicher wieder keine Schere. Es gibt kein Nähkabel auf der ganzen Welt, wo eine Schere drin ist. Sicher bei der Sokol auch nicht. Sogar die ist schlampig, die liebe Frau Sokol. Die Gesundheit ist ja schließlich das höchste Gut des Menschen. Und das Einzige, nicht alles andere nimmt dann ja die Steuer weg. Nicht? Ja, und warum? Warum soll der Mensch seine Zähne auch noch verlieren? Nicht nur, weil er Süßigkeiten isst. Nicht? Schauen Sie, er kann ja die Süßigkeit auch mit Maß und Ziel genießen, der Mensch. Ja, nicht? Kann er. Tut aber nicht der Mensch, nicht? Weil der Mensch neigt immer zu Übertreibungen. Ja, das sehe ich. Weil Sie essen jetzt bereits die dritte Cremeschnitten und die sind doch relativ sehr süß, ne? Relativ sehr süß. Natürlich ist ja nichts anderes da als das pickerte Zeug, nicht? Frau Sokol, Sie werden sehen, was wir aus dieser rosa Zuckerschachtel noch alles machen werden. Aber mein lieber Herr Dr. Zottel, Sie können doch nicht so mir nix, dir nix hier einfach eine Pizzeria aus diesem Etablissement machen. Ja, warum denn nicht? Ja, wieso denn ja? Das verstehe ich nicht, was Sie meinen. Wieso? Natürlich kann ich eine Pizzeria daraus machen, selbstverständlich. Was glauben Sie denn? Ja, schließlich, es gibt doch hier, wie ich das so in Erinnerung habe, oder was, gibt es doch da einen Pachtvertrag, ne? Ja. Pachtverträge kann man lösen, das ist mir wurscht mit dem Pachtvertrag, ne? Wieso? Haben Sie denn so viel Geld? Nein, schauen Sie. Am besten ist es nicht die Frau Sokol, die schickt ihren Dings da in Pension, nicht? Natürlich habe ich Geld genug, schauen Sie, das juristische Problem, das müssen Sie schon mir überlassen, ja, nicht? Bitte. Na, ja, sicher. Man kann ja die Teilhaber auszahlen, nicht? Ganz also, da müssen Sie aber wirklich sehr reich sein. Nein, das wird sie schon finden. Ich meine, natürlich müssten Sie, Frau Sokol, Sie müssten natürlich schon die Gewinne aus der Konditorei vorstrecken, nicht? Ja, aber Gewinne. Also ich bin nix hier wie eine billige Arbeitskraft. Das ist ja billig. Ne, also, naja, also wir werden schon sehen, nicht? Also ich glaube, über die Finanzierung brauchen wir uns kein Kopfzerbrechen machen, nicht? Ja, denn schauen Sie, in einem halben Jahr machen wir mehr Umsatz als dieser Möschbeißkoch, der Herr Janek, in einem halben Jahr, in fünf Jahren gemacht hat, nicht? Mit seiner Kariesfabrik. Nicht? Das kann ja nicht gut. Außerdem, es ist ja immer leer da. Am Samstag. Immer wenn ich vorbeikomme, ist niemand herin. Nein, also wissen Sie was? Ich weiß was. Bevor wir jetzt viel herumreden, ja, müssen Sie erst einmal entscheiden, was Sie zu meiner Pizza Osole Mio sagen werden. Was tun Sie jetzt mit dem Aktenkoffer? Ja, keine Angst, Frau Sokol, es sind heute keine Akten drinnen. Sie werden staunen, was ich da herinnen habe. Frau Sokol, seien Sie gut, bringen Sie ein paar Teller, Besteck und Gläser herüber, ja? Ja, na bitte, ein paar Teller, Besteck und Gläser. Ja, tun Sie das bitte. Ja. Frau Sokol? Ja? Ich glaube, es hat geklopft. Ah ja, das ist... Hallo, da ist doch zugesperrt, können Sie nicht lesen? Ja, schon, aber ich habe hier noch Leute sitzen gesehen und wenn Sie mich ausnahmsweise reinlassen würden, ich muss nämlich dringend auf die Toilette. Ja, die habe ich gern. Na bitte, kommen Sie herein. Auf die Toilette. Kommen Sie weiter, bitte schön. Also heute Abend wirst du wunderschön ausschauen. Glaubst du wirklich, Tante Otti? Ich sehe schon, es hängt sehr viel ab, was? Ja, für mich schon. Ich brauche nur in deine Augen hineinzuschauen und dann sehe ich schon, dass du verliebt bist, bis über beide Ohren. Sieht das jeder sofort? Nur jeder nicht. Nur einer, der Augen hat und das sieht, was ein Computer nicht berechnen kann. Und da sehe ich, was los ist mit dir. Ach, Tante Otti, du weißt ja gar nicht, wie es mir geht.
Manchmal sitze ich den ganzen Tag da und heul vor mich hin. Und dann möchte ich eigentlich nur an ihn denken und träumen. Und in der Nacht, wo ich eigentlich träumen und schlafen könnte, da kann ich oft bis 4 in der Früh nicht einschlafen. Ja, ja, ja. Ich weiß, wie das ist. Ich weiß schon, wie du mich anschaust. Du denkst dir, du kannst dir nicht vorstellen, dass ich auch einmal so ein junges Mädchen war. Aber ich war eins und was für eins. Ich bin auch immer mit glänzenden Augen herumgelaufen und habe mir gedacht, was könnte ich nur machen, damit ich meinem Wenzel gefalle, damit er auf mich schaut. Ach, die Jahre vergehen. Man weiß gar nicht, wie schnell sie dahin fliehen. Aber vergessen werde ich das nie. Ja, ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich dem Bertel gefalle. Bertel heißt er? Dein Chef ist er und du sagst ja schon zu euch? Nein, nein. Er ist immer ganz förmlich. Entweder sagt er Petra oder manchmal Fräulein Lafitte, aber immer sie. Nein, nein, du sag ich ja nur, wenn ich an ihn denke. Sonst sag ich ja Doktor zu ihm. Und mag er dich? Naja, ich glaube schon, dass er mich mehr mag, als man seine Sekretärin mag. Hat er schon was gesagt? Nein, nein, aber weißt du, seitdem ich in ihn verliebt bin, und das ist jetzt genau 3 Wochen her, glaube ich schon, dass er mich mag. Er ist immer so tolerant zu mir. Na, viel länger als 3 Wochen bist du ja noch gar nicht bei diesem Herrn. Nur seit 1. Oktober. Er war so begeistert, weil ich keinen einzigen Fehler in den Briefen gemacht habe, am Anfang. Na ja, da wirst du ja jetzt überhaupt keine mehr machen, wo du schon so eingearbeitet bist. Nein, ich nicht, ganz im Gegenteil. Weil ich so verliebt bin, da kann ich mich überhaupt nicht richtig konzentrieren und mache dann die blödsinnigsten Fehler. Da schimpft er recht mit dir, ja? Nein, ganz im Gegenteil. Er sagt dann immer sehr lieb, sehr schön haben Sie das wieder gemacht. Nur vielleicht könnten Sie sich's noch einmal durchlesen. Ja, und dann merke ich, dass er alle meine Fehler verbessert hat und ich tipp's dann stillschweigend noch einmal. Was, so viel Fehler machst du? Ja, leider. Und sogar solche, die mich verraten könnten. Gestern zum Beispiel, da habe ich statt mit herzlichen Grüßen, mit herzlichen Küssen geschrieben. Aber da bin ich Gott sei Dank selber drauf gekommen. Und heute geht er mit dir in die Oper, ja? Ist das wirklich nur aus Geschäftsgründen? Naja, also, dass ich nicht sehr viel von Musik verstehe, das weiß er schon. Beim letzten Vorsingen, da habe ich nicht einmal die Tenöre von den Bässen unterscheiden können. Also das ist ein Zeichen für ein großes Interesse. Also wenn so ein Opernagent mit jemandem so unmusikalischen in die Oper geht, also das ist schon ein Zeichen von sehr steigender Zuneigung. Was hört ihr denn heute? Keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich um 6:45 im Foyer sein muss. Ist das in Italien oder nicht? Ich frage Sie, nicht? Ist das eine richtige Atmosphäre? Haben wir da. Ja, darum habe ich mein kleines Musikkastel mitgebracht. Das spielt jetzt immer da, verstehen Sie? Was ist denn jetzt? Du tanzt ein bisschen leiser. Soll ich es machen? Ich meine, es ist sehr schön, aber es schäbert einem die Ohren. Es ist aber sonst wie in Jesolo. Und ich muss sagen, die Pizza ist recht gut. Ich meine, der Janek ist ein hervorragender Koch, aber ich weiß nicht, ob er eine Pizza zusammenbringt. Aber nein, vergessen wir doch diesen Janek jetzt. Ist es was? Den dicken Zuckerbäcker lassen wir. Stoßen wir auf die neue Pizzeria an. Ja? Also. Oh, Sole Mio! Oh, Sole Mio, ich muss Ihnen aber sagen, trotzdem, ich weiß nicht, ob... Ja, aber jetzt müsste... Möchte ich was fragen? Mir kommt vor, als ob unsere Touristin schon sehr lange am Klo ist, ne? Na ja, so beim Essen und beim Plaudern, da schaut man nicht auf die Zeit, nicht? Aber na, ich glaube, so gute 10 Minuten ist jetzt schon da drinnen, nicht? Die wird doch nicht lange Finger haben. Ach, das glaube ich nicht. Nein, das glaube ich nicht. So hat sie wirklich nicht ausgesehen. Na, außerdem, die Kraxen hat sie ja da stehen lassen. Also. Ja, es war, ja. Ich werde aber trotzdem einmal nachschauen, was so macht. Ja, schauen Sie mich nach, ja. Herr Doktor Zockel. Ja, was ist denn? Sie können doch diese arme Frau Sokol nicht so ganz narrisch machen mit dieser Pizzeria. Wieso hat Ihnen meine Pizza aus Olivio nicht geschmeckt? Aber natürlich hat die Pizza geschmeckt. Sie ist ja auch gut, aber das hat doch damit überhaupt nichts zu tun. Die Frau Sokol ist doch nicht alleine berechtigt, hier zuzustimmen oder abzusagen. Schauen Sie, da hat doch immer noch dieser Koch, der Janek, auch ja, sein Janik. Geld. Ja, aber auch der Herr Lafitte hat doch auch da Geld investiert. Ja, das kann er ja drin bieten lassen, nicht? Und wenn der Herr Sektionschef Lafitte ein gescheiter Geschäftsmann ist, nicht, dann wird er begeistert sein von der Idee. Das
das weiß ich nicht. Also da traue ich mir wirklich kein Urteil abgeben. Wissen Sie was? Jetzt habe ich eine Idee. Ich werde den Herrn Sektionschef anrufen. Ja? Er soll auf der Springel herunterkommen. Aber zusammen mit seiner lieben Frau Gemahlin, wissen Sie, die Frauen, die haben das emotionelle Empfinden, das ich da in meine Pizzeria einbringen möchte, viel mehr drauf, wissen Sie, als wir Männer. Ja, trink mal einen Schluckerl auf die Frauen. Also ja? Gut, auf die Frauen emotionell. Trinke ich mit Ihnen. Prost. So, und jetzt trinken Sie einen Nussernen. Wissen Sie, der ist ein Allheilmittel bei Liebeskummer oder Bauchweh. Der hilft immer. Ich habe eigentlich momentan weder das eine noch das andere. Ah, nicht? Sie, dann müssen Sie mir aber erklären, wieso ist Ihnen denn so schlecht geworden, dass ich Sie gerade noch aufgefangen habe, bevor Sie umgefallen sind? Ja, vor Hunger. Nein. Ja, ich bin nämlich seit Wochen unterwegs durch Europa, ja. Und gestern habe ich meine letzten Schillinge ausgegeben und seitdem habe ich auch nichts Richtiges mehr gegessen. Nein, das tut mir aber leid. Und da steht so viel um und um, wirklich, das ist ja direkt aufreizend. Ja, und jetzt einen Schilling habe ich noch, den wollte ich Ihnen noch für die Benutzung der Toilette geben. Halt, den nehme ich, der soll mir ein Glück bringen. Aber jetzt sagen Sie mir, was könnte ich, sagen Sie, was könnte ich Ihnen geben? Aber sagen Sie mir zuerst überhaupt einmal, wieso kommen Sie hierher mit Ihrem letzten Geld? Wem suchen Sie? Ich kenne nämlich fast alle Leute in der ganzen Umgebung. Ja, ich möchte eigentlich zu meinem Vater, aber ich glaube nicht, dass Sie den kennen. Der ist ganz, ganz selten da. Ah, wieso? Naja, er ist ein ziemlich prominenter Geschäftsmann und hat sehr viel im Ausland zu tun. Ich meine, ich sehe ihn selber nur selten. Er ist nämlich von meiner Mutter geschieden und jetzt hier verheiratet. Und wenn ich bei meinem Vater war, da kriege ich sicher wieder Geld, weil der füllt mir meine Geldbörse bestimmt wieder auf. Das ist gut, aber ich glaube, ich kenne Ihren Vater. Das ist doch der Dr. Güssinger, der hat einen Autosalon in der Innenstadt und der ist sehr viel auf Reisen, weil der muss immer zu dieser Ausstellung. Zu mir hat er gesagt, wenn ich mir doch einen Käfer kaufe, ein Auto, dann habe ich 10%, das ist ein feiner Mann, Ihr Vater. Na, das ist aber leider nicht mein Vater. Mein Vater hat auch kein Geschäft, der ist Handelsdelegierter und sehr viel auf Reisen. Aha, dann kenne ich Ihren Vater. Sagen Sie mir aber, was ich Ihnen anbieten darf, weil es ist ja wirklich zu dumm mit einem Hunger da sitzen, was möchten Sie? Ja, ich bin eh ganz schwindlig von diesem herrlichen Geruch. Ja, so, so ein was? Stück. Ja, bitte, jetzt essen Sie. Also, mit Ihrem Vater, das habe ich schon überzogen, aber ich glaube, ich kenne ihn nicht. Na, das ist ja wurscht. Hauptsache, es geht Ihnen besser. Den Kuchen nehmen Sie noch einfach mit, wenn Sie den nehme ich mit, ja. Ja? Die waren so lieb zu mir, dass Sie mir den Kuchen gegeben haben. Aber bitte schön. Ich bin so froh, dass ich noch was essen kann, bevor ich zu meinem Vater komme. Ja. Aber vielleicht kennen Sie ihn doch. Er wohnt nämlich hier in diesem Haus. Ja? Ich? Er heißt Kurt Heberer. Nein, jetzt brauche ich den Nussener. Ich glaube gar nicht, dass die Nicole heute noch kommt. Na und dabei fände ich so gut für den Kurti, ja, wenn seine Tochter bei uns leben würde. Und warum glaubst du, dass das für den Kurt gut wäre, wenn seine ledige Tochter bei euch leben würde? Schau, ich glaube, wenn der Kurt wirklich für einen Menschen eine richtige Verantwortung übernehmen müsste, dann wäre er sehr schnell erwachsen und er könnte nicht immer das ewige Kind spielen. Und ich hätte endlich einen normalen Ehemann. Seit wann wüssten du einen normalen Ehemann? In letzter Zeit sehr oft, ja. Franz, ja. Das war aber ein langes Telefongespräch. Ja, das war lang und chaotisch. Chaotisch? Ja. Dann war es der Kurt. Ja, hörst auf. Immer fort mit dem Kurt. Nein, es war der Dr. Zottl, Gott sei es geklagt. Und der hat mir wahnsinnig schnell irgendetwas Wichtiges erzählen wollen. Er will uns was verkaufen. Ich habe verstanden, was Italienisches. Und dann hat noch ein anderer Herr hineingeredet. Und der heißt Gebetsberger. Gebetsberger, die beiden warten jetzt auf uns unten. Wir sollen runterkommen. Ich habe gar keine Lust, hinunterzugehen. Brauchen wir was Italienisches? Nein, das brauchen wir nicht. Aber ich möchte auch nicht, dass der Dr. Zottl hier heraufkommt. Das ist warm, Gottes Willen. Nein, da bin ich lieber runter. Ja, bleibst du hier? Ja. Ich möchte warten bis 6 Uhr. Nicht gut, vielleicht. Also und wir kommen gleich. Ja, bitte, ich warte hier. Ja. Lieber, das ist schwer. So, das geht ja
gell? Danke. Ich mache natürlich für dich auf. Das so, bitte schön. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Nein, wirklich. Ja, also ich bin völlig. Mit den Nerven bin ich jetzt aber total herunten. Ja, wieso denn, Frau Sokol? Josef. Ja, wieso denn? Wieso? Sie muss ja völlig herunten sein. Nicht? Wenn es Gott die schwere Pugel kraxen hat, hat es den Fräulein mit ihren zarten Backschandeln aufgeholt. Die zarten Batschhandeln fallen Ihnen relativ spät. Wissen Sie, warum ich fertig bin? Wissen Sie, wer die Touristin ist? Na, ein fesches Mädel, das ist ein sehr fesches Mädel. Die ledige Tochter vom Herrn Kurz. Kein Mensch weiß, dass der überhaupt eine Tochter hat. Also mir hat keiner ein Sterbenswort gesagt, aber die Leute sind ja falsch. Unverzeihlich. Unverzeihlich, finde ich sowas. Aber wissen Sie was? Ich glaube, jetzt werden Sie gleich kommen. Ich muss mich kümmern um die richtige Atmosphäre. Wissen Sie, ich muss schauen, dass ich da das Ding, das also... Was ist denn? Was ist? Ach, du Schreck, das immer dasselbe, nicht? Immer, das geht natürlich wieder nicht. Kaum braucht man es, sagt, Lombard, funktioniert es nicht. Das ist wirklich unglaublich. Wissen Sie was, Frau Sokol, seid so gut. Nehmen Sie inzwischen aus meinem Koffer zwei Pizza aus für die Herrschaft. Müssen. Und Sie, Herr, wie heißen Sie eigentlich? Gebe zurück. Vöglerbrucker. Sonst stellt den weg, weil wenn jemand kommt, ist es dass wir einen leeren Tisch haben, weil die Herrschaften kommen. Ja. Frau Sokol. Also da, wo Sie gerade hindurchschweben wollten, wissen Sie was, da machen wir so einen echten feschen Perlvorhang, so einen bunten, so das so Perl, so wie so für eine echte Pizzeria sie gehört. Und Sie glauben, der Pastor her. Aber der Pastor her, das werde ich Ihnen sagen, dass das. Wie mache ich das andere her? Das ist ja ein Stahl, das so hier, dass da irgendwas sprüht wird. Was ist denn da? Da kommt jetzt eine Muse, da kommt keine Muse. Ich suche einen Kurt Heberer, da steht, dass ich bei Lafitte arbeite. Ja, komm, komm, ich helfe dir. Das ist aber schwer, wie so ein zartes Persönchen. Ja, wenn man wochenlang unterwegs ist, kommt einiges zusammen. Ja, komm nur. Nur so dumm. Pizza schmeckt ganz gut. Ja, der Wein ist fabel, ein bisschen schwer ist er. Ich komme mir schon fast so vor wie in Italien. Das ist schön. Aber sogar in Italien müssen Sie lang suchen, bevor Sie so eine Pizza finden. Also ich muss Ihnen sagen, diese Pizza ist eine Kreation vom Herrn Dr. Zottel. Ja, na, was Sie jetzt sagen? Sagen Sie, ich glaube, Sie sind Jurist? Ja, der Mensch hat mehrere Talente, nicht wahr? Ja. Sehr nett von Ihnen, dass Sie uns zum Abendessen einladen. Sehr freundlich. Ja, und noch dazu paradoxerweise in unserer eigenen Konditorei. Ja, komisch. Also bitte, meine Herrschaften, wenn Sie möchten, können Sie natürlich selbstverständlich in Zukunft immer hier eine Pizza essen. Ich bin jetzt gerade dabei, eine neue Pizza zu kreieren. Ich habe schon beinahe gesagt, Dolce Farniente, Ja, Herr Doktor, Sie werden die dann auch gern probieren. Aber wieso hier? Ich meine, hier werden wir höchstens ein Kuhlupf, aber doch keine Pizza. Meine Herrschaft, ich glaube, ich muss jetzt gehen, meine aber Zeit. Ich bin ja wirklich neugierig, wie Sie das schaffen, dass Sie aus dieser Konditorei hier eine Pizzeria machen. Christian, war wirklich nett und wir sehen uns wieder im Sommer. Wiederschauen, Herr Sektionschef, auf Wiederschauen. Ich werde es ausrichten. Wiederschauen, Herr Doktor. Herr Vöcklerbruck, also Franz, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Dem Kurt, ich meine, deinem Vater, denn tut es wahnsinnig leid, dass er ausgerechnet heute in Graz sein musste, aber er konnte den Termin nicht verschieben. Es ging ja, mir tut es auch furchtbar leid, dass er nicht da ist. Naja, aber andererseits bin ich auch ganz froh darüber. Ja, wieso? Naja, wir kennen uns doch eigentlich fast nicht. Aber er hat ja doch regelmäßig geschrieben. Ja, wir haben auch ein paar Mal telefoniert, wie ich noch in Freiburg war. Ja, aber das heißt noch lange nicht, dass wir uns jetzt wirklich kennen. Ich meine, ich weiß natürlich, dass er ein großes Tier ist, mein Herr Papa. Ach so, wieso glaubst du das?
Nur ein Handelsdelegierter ist ein großes Tier. Ja, das ist ein großes Tier. Und vor sowas schrecke ich immer zurück. In so einer Position, wie der Papa sie hat, da spielt das Äußerliche eine große Rolle und da muss man tolle Manieren haben. Ja, dein Vater nimmt schon wirklich sehr viel darauf, dass du gut aussiehst und dass du Manieren hast, aber er weiß, auf ein Mädchen so lange durch die Welt reist, nicht wie ein Mann nicht ausschauen kann. Nein, dazu ist er viel zu sehr Weltmann. Aber eins, Nicole, da ist irgendein Missverständnis. Sag, wieso Handelsdelegierter ist dein Vater nicht? Nein. Nein. Ja, also wissen Sie, und da kommt dann ein Perlvorhang her und dann alles runde Fenster, wissen Sie, damit es ein richtiges, dunkles Pizzeria-Innenleben gibt. Das wird wahr sein. Wieso? Aber das wird wunderschön. Ich möchte noch fragen. Herr Doktor, es ist schwierig, ihn zu unterbrechen, aber es wird mir gelingen. Herr Doktor, es ist ganz entzückend, was Sie da entwerfen und ich wünsche Ihnen, es ist großartig. Wunderbar. Ich muss Ihnen nur eines sagen. Ja. Aus dieser Konditorei wird ganz bestimmt keine Pizzeria. Was? Wieso? Hat Ihnen meine Ozzole Mio nicht geschmeckt? Die war sehr gut. Die Ozzole Mio, die hat mir durchaus geschmeckt. Aber, wenn ich schon davon absehe, dass es da gewisse juristische Schwierigkeiten gibt, denn der Herr Janek ist ja immerhin nicht nur Miteigentümer, er ist auch Konzessionär. Und ich bin auch Miteigentümer. Aber bitte, ich weiß schon, Sie werden sagen, Sie sind Jurist, Sie werden das alles beheben. Wunderbar. Das kann man alles lösen. Aber was anderes werden Sie nicht lösen können. Sagen Sie, Herr Doktor, Sie sind doch da vorhin zu Fuß gekommen, nicht? Viele Spaziergänge. Wunderschöne Spaziergänge haben Sie da gemacht. Sagen Sie, und da an der Ecke, ist Ihnen da nichts aufgefallen? An der Ecke ist eine Baustelle, ne? Ja, leider. Ich bin genau in die Grube beinahe hinein. Ich meine, das ist natürlich nicht gut. Aber da sind Sie sich auch darüber im Klaren, was an dieser Baustelle gebaut wird? Ja, was ein Haus baut? Nein, Herr Doktor, wir haben es schlecht hingeschaut. Das Haus steht schon dort. Die bauen nur unten etwas um. Ah ja, da ist ein großes Loch drin, das jetzt... Da kommt ein Geschäft hinein. Was kommt da hinein? Ja, sehen Sie, das ist das Spannende. Wissen Sie, was da hineinkommt? Nein, ich weiß es nicht. Ja, eine original italienische Pizzeria. Du wirst nicht wissen, Hila, wie ich neulich vorbeigegangen bin, da haben wir das angeschaut, kam ein aufgeregter, kleiner, dicker, sehr schwarzer Mann heraus. Italiener! Ein Italiener. Da der leider so gut Deutsch sprach wie ich, Italienisch, haben wir eine Weile gebraucht, bis wir uns verständigt haben. Aber dann, mit Händen und Füßen, haben wir uns doch darüber geeinigt, er ist ein Neapolitaner. So hat er auch gewirkt. Und zwar behauptet er von sich selber, er sei der beste Pizzakoch von ganz Italien. Ah, das muss er mal erst beweisen, auch wenn er Neapolitaner ist. Na, selbstverständlich werden Sie Gelegenheit haben, dafür zu sorgen, dass er diesen Beweis antreten kann. Aber woanders, Herr Doktor. Nicht wahr? Hier nicht. Weil das garantiere ich Ihnen. Also hier wird aus dieser Konditorei... Bitte, Herr Sektionschef, was sagen Sie zu dem ganzen... zu der Idee mit der Pizzeria? Werden wir uns verändern? Ja, also wenn Sie sich verändern, das kann ich nicht verhindern. Nur wünschen. Franz, nur wünschen, dass Sie nichts verändern und dass Sie weiter in der Konditorei bleiben, zusammen mit Herrn Janek. Danke Ihnen, Gnädiger, das haben Sie so schön gesagt. Unter diesen Umständen wissen Sie was? Ich habe einen Vorschlag. Ich werde mit diesem Neapolitaner werde ich Pizzas kochen, um die Wette. Ich werde das aufschlagen, Sie werden sehen. Ich kann es besser mit der... Ich habe es in Italien gelernt, wunderbar, das gebe ich zu. Wunderbar, Herr Doktor, ich bewundere Ihre Vielseitigkeit. Sie haben mir ja schon öfters Gelegenheit geboten. Was war das Erste, was Sie mir geboten haben, waren, mein alter Freund. Den Herrn. Ach, jetzt haben wir beide den Namen vergessen. Das ist ja ganz egal. Also mit da wollten Sie mich zuerst hineinlegen. Dann später. Herrn Petermann. Hineinlegen. Sie vielleicht eine Nussen auf den Telepizza, Herr Sektion? Das wäre eine Kritikzeichen. Ich weiß ja nicht, wer die Pizza wirklich gemacht hat. Sie jedenfalls nicht, Herr Doktor. Schon langsam kommt mir das. Also ich bin schon sehr beleidigt. Herr Doktor, wenn ich ganz sicher wüsste, dass Sie wirklich also beleidigt sind, dann wäre doch eigentlich der Moment, wo Sie sagen müssten, Sie wollen mit uns nichts zu tun haben. Na, na,
nein, nein, Sie sind mir zu sympathisch. Wissen Sie, man kann ja nicht immer man kann ja nicht immer gleich alle Brücken auf einmal so hinter sich abbrechen. Ja, es könnte ja sein, dass Sie vielleicht doch noch einmal sagen auf Sie, die Pizzeria zurückkommen. Sind Sie eigentlich auf die Idee gekommen, das nur mit der Frau Sokol besprechen zu wollen und uns, den Herrn Janik und mich, zunächst einmal auszuschalten? Nein, hat er nicht, hat er nicht. Das ist meine Schuld, denn ich wollte sie ja. Aber ich glaube, ich habe sie aus irgendeinem Grund nicht erwischt und dann war der Herr Kippitz die...